So, hallo und herzlich willkommen zur dritten Runde Gott, Welt, Menschen, dieser mit dem Titel Das Revival. Wir haben wieder ganz spannende und interessante Leute dabei und den Start macht heute der Pater Philipp Meyer aus dem Kloster Maria Laach. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, Gott, Welt, Menschen, diese Interviewreihe, die setzt sich systematisch fort. Und mit diesem dritten Aufschlag wollen wir im Prinzip erneut die Vielfalt innerhalb der Kirchen diesmal sogar zeigen. Und der Pater Philipp hat sich jetzt zugeschaltet. Hallihallo. Guten Abend. Kannst du mich gut verstehen? Ich kann dich wunderbar verstehen, ja. Klasse. Dann Du freue ich mich mich. auch, ihr mich auch. Ja, alles perfekt. Dann Wunderbar. freue ich mich erstmal, dass du die Zeit dir heute nimmst. Sehr Und gern. wir bauen das Gespräch immer so ein bisschen am Anfang auf, dass erstmal derjenige, der befragt oder gefragt wurde, kurz erzählt, wer er ist und was er so macht. Also würdest du dich mal kurz selbst vorstellen, sozusagen? Gern. Ja, ich bin Pater Philipp, ich bin Benediktinermönch der Abtei Maria Laach in der schönen Eifel am Rhein, im Rheinland. Und dort bin ich seit 15 Jahren Mönch, ich bin seit 6 Jahren Priester und in Maria Laach bin ich für die ganze Kirchenmusik zuständig, weil ich vor meinem Klostereintritt Musik studiert habe. Ich bin für Fundraising zuständig, Jugendarbeit, ich bin Küchenchef in der Klosterküche und ja, habe noch viele kleinere Aufgaben so zwischendurch im Alltag. Genau, und das Ganze wird natürlich gerahmt durch das Gebet, durch die Zeiten im Gebet mit der Gemeinschaft. Also sozusagen ganz treu dem Motto Ora et Labora folgend. Genau, wenn man so will, ja. Was ja so deine wohl berühmteste Rolle im Internet ist, ist das Nachtgebet bei katholisch.de. Ja. Wie bist denn du dazu gekommen? Die sind zu mir gekommen. Also die haben. Wie das genau gekommen ist, weiß ich tatsächlich gar nicht. Es ist so, dass wenn ich mich recht erinnere, über die Deutsche Ordensoberenkonferenz, die haben natürlich auf dem Schirm, was es so an Nachwuchs in den Klöstern gibt, wer so da ist, wer Profess ablegt, wer geweiht wird. Und es gab wohl eine Anfrage vor längerer Zeit an die Ordensoberenkonferenz, ob es Ordensleute gibt, um eine Reihe von Gebetserklärungen abzugeben. Also was ist das Gebet? Das Vaterunser, das Nunc Dimittis, das Magnificat, das Ehre sei dem Vater. Und da wurden verschiedene Ordensleute gefragt und dann hat der damalige Obere auch einen Mitbruder und mich erwähnt und katholisch.de ist dann bei uns in Maria Laach vorbeigekommen, haben einen Clip mit mir gedreht und das hat denen offensichtlich so gut gefallen, dass die überlegt haben, was können wir machen? Können wir irgendwas zusammen machen? Und hatten dann schon länger die Überlegung auch über das Nachrichtenportal, was katholisch.de ja zuallererst mal ist, ein spirituelles Format zu machen, was zu katholisch.de gehört. Also die haben ja auch diesen Tagessegen, aber das ist zum Beispiel eine Institution, die holen die sich rein ins Programm, die ist aber nicht von katholisch.de. Und so kam die Anfrage dann an uns nach einigen Überlegen, ob wir was zusammen machen können. Und so sind wir zu diesem Format Abendgebet gekommen. Also jeden Abend eine Form von Bibeltext hineingeholt in den Alltag, in meinen Alltag, in den Alltag der Leute. Und das soll immer mit einem Gebet eben schließen. Ja, so ist das gekommen. Und das ist jetzt, glaube ich, schon läuft im 4. Jahr. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, 4 Jahre sind es mittlerweile. Und was bedeutet dir denn das, dass du da so die Möglichkeit hast, solche Dinge auszudrücken? Es sind ja auch 4 Jahre mal 365, das ist ja auch eine Riesenmasse. Was bedeutet dir das im Prinzip, diese Möglichkeit zu haben? Also in den Klöstern ist immer so ein bisschen also das ist natürlich ein neues Thema für die Klöster oder für die Kirche sowieso, aber draußen ist man da vielleicht immer noch ein bisschen weiter in den Diözesen, weil dafür auch Angestellte sind, Social Media Arbeit und sowas. Und das ist in den Klöstern nicht überall so. Und das war in Maria Laach auch jetzt das erste Mal, dass wir sowas in dem großen Format dann gestartet haben. Und dann kommt natürlich immer die Angst, ja, exponiert sich da nicht mit einer. Und im Gegensatz zu den anderen Brüdern. Und da war dann von denen aus schnell klar, also es gab dann vom Oberen die Überlegung, wollen wir das aufteilen mit zwei verschiedenen Mitbrüdern. Und da haben die relativ schnell gesagt, nee, es soll eben ein Format sein, was auch eine Nähe vermittelt, wie zu einem Seelsorger. Also, dass das irgendwie eine persönliche Ansprache ist und das ist einfach schlecht, wenn das jeden Tag wechselt. Das war uns auch einsichtig. Und
Das war also eine Idee, dass wir aus Maria Laach etwas von dem nach draußen geben, was wir jeden Tag bei uns in der Gemeinschaft machen, nämlich miteinander und auch vor allem füreinander Liturgie zu feiern und zu beten. Und das ist ja, unser Leben ist ja ganz eng verknüpft mit der Heiligen Schrift, mit dem Psalmen, mit den Worten des Alten und des Neuen Testaments. Wir lesen die Bibel jedes Jahr quasi einmal durch. Wir beten jeden Monat den Psalter einmal durch. Und insofern können wir da was von uns geben. Und ich habe dann relativ bald festgestellt, wie viel ich eigentlich an Bibeltexten in mir drin habe, einfach nur, weil wir das jeden Tag machen, weil ich seit 15 Jahren jedes Jahr einmal die Bibel höre. Ja, also das ist gar nicht, weil ich da so toll bin, sondern einfach, weil man ganz passiv, man sitzt da jeden Morgen in den Vigilien bei Tisch, beim Mittagessen und beim Abendessen und hört die Heilige Schrift immer und immer wieder. Und da ist selber dann über dieses Abendgebet mir bewusst geworden, wie viel da eigentlich auch hängen bleibt, auch wenn man das zum Beispiel während des Essens einfach hört, wie viel da von der Heiligen Schrift einfach in einem hängen bleibt, wie sehr man damit in Berührung kommt. Und ich glaube, das ist was, was die Leute vielleicht auch mitbekommen. Und das ist etwas für mich, was für mich wirklich geistliches Leben ausmacht. Jetzt gar nicht als fromme Überhöhung, sondern wirklich ein Leben mit dem Wort Gottes, mit dieser Heiligen Schrift. Also ganz praktisch. Wir hatten vorab eine Umfrage gemacht bei Instagram und haben mal gefragt, wer so die Abläufe innerhalb der katholischen Kirche versteht. Also sei es jetzt die Bibel verstehen oder die Eucharistie. Und da haben, das hat mich tatsächlich erstaunt, über 80% gesagt, sie verstehen die Abläufe dort. Also das ist ja erstmal was Positives. Doch wenn man gerade im Alten Testament schaut, sind ja viele Aussagen und Aussprüche, wo man sich sagt, gut, das ist ein bisschen seltsam, gerade dass Gott sich als ich bin der, ich bin da bezeichnet oder der ich bin da. Was meint denn Gott damit, mit dieser Aussage, ich bin da? Also ich glaube, wenn man sich die ganze Heilige Schrift anschaut, ist ein roter Faden, der sowohl durchs Alte als auch ganz intensiv natürlich durchs Neue Testament geht, ist eben das Dasein Gottes mit den Menschen. Gott in der Geschichte, das ist eben nicht ein Gott, der so über den Dingen schwebt, der eigentlich direkt mit den Menschen nichts zu tun hat, sondern der von Anfang an den Menschen begleiten will in all seinen Lebenslagen, in all seinen Umständen. Und da kommt ja zum Beispiel das Thema Liebe, Distanz, Verzeihung und Nähe immer wieder mit rein. Ja, also die großen biblischen Gestalten, Mose, David, wenn man sich Mose mal anguckt, Mose hat gemordet, David hat morden lassen, hat vergewaltigt. Das sind ja alles schrecklichste Dinge, die wir ganz nah dran haben, gerade bei uns in der Kirche. Denken wir an den an die Missbrauchsdebatte, denken wir an das, was gerade in Kanada los ist. Also das sind Dinge, die tatsächlich so auch in der Heiligen Schrift vorkommen, und zwar von Leuten, die ganz nah an Gott dran waren, die quasi mit Gott, also die mit Gott ganz persönlich gesprochen haben. Und das wirft natürlich Fragen auf, auch in meinem Leben, wenn wir diese Geschichten immer wieder hören. Aber es zeigt eben, dass Gott den Menschen, egal in welche Situation er sich reinmanövriert hat, mit all seinen guten, aber vor allem auch mit seinen negativen Seiten, dass Gott diesen Menschen darin nicht alleine lässt. Und wir erleben, ich dachte auch immer, das ist schon ein bisschen vorbei, aber das kommt auch bei uns in der Klostergemeinschaft immer mal wieder, ja. Zum Beispiel in den Psalmen kommen ja auch Verse, die kann man die eigentlich überhaupt lesen? Kann man die überhaupt beten? Die sind ja so gruselig und grausam. Und meine Antwort darauf ist immer, naja, wie viele schlechte Gedanken habe ich denn im Alltag? Wie oft im Alltag verfluche ich jemanden, rege ich mich über jemanden auf, wünsche ich jemanden den Quack an den Hals? Also wie oft passiert mir das? Und nichts anderes machen die Psalmen. Und die Psalmen sind persönlichste, intimste, tiefste Worte aus dem Inneren des Menschen an Gott gerichtet. Und das zeigt eben, dass wir Gott nicht nur auf Knien nähern dürfen, um ihn zu huldigen, sondern dass wir mit ihm auch streiten dürfen. Wir dürfen mit ihm schimpfen, wir dürfen ihm unsere Fragen vor den Latz knallen, wir dürfen ihm danken, ihm jubeln. Alle Lebenslagen, die der Mensch mit sich bringt, die im Menschen eben drin sind, die dürfen wir auch Gott darlegen, denn Gott kennt sie sowieso schon. Er hat uns geschaffen, so wie wir sind. Wie du Und gerade das, gesagt, finde ich, bezieht eben die Schrift wie ein roter Faden. was du gesagt hattest, dass wir sozusagen Gott auch unsere Probleme an den Hals knallen können und dass wir ja auch mal über Leute wettern. Du schreibst in deinem Buch, Jesus erwartet von uns nicht hundertprozentig zu sein. Was erwartet er denn dann von uns?
Schreibe ich das? Nein. Ja, das ist richtig. Also ich glaube, was ich damit meine, ist, dass also auch die, wenn man jetzt mal zum Beispiel vom Begriff der Heiligkeit ausgeht, damit heilig sein heißt ja nicht, damit ist ein irgendwie geartetes hundertprozentig Sein gemeint. Zumal ja die Frage wäre ja, ab wann denn, bis wann denn, mein ganzes Leben lang oder nur partiell am Ende in der Mitte, sondern dass der Mensch theologisch ausgedrückt immer wieder versucht, sich selbst zu transzendieren, auf sich selbst hin, auf den Nächsten hin und auf Gott hin. Also sich selbst zu überwinden, durchlässig zu machen für den anderen und für Gott. Also nicht eine innere Mauer aufzuziehen und das Dasein eines anderen für nicht nötig zu erklären, sondern Gott immer wieder in sein Leben hineinzulassen. Und ich glaube, wenn der Mensch es schafft, Gott immer wieder hineinzuholen, auch dann, wenn es eben schwierig wird, wenn nicht die Schokoladenseite an erster Stelle steht, sondern wenn ich mit meinen dunklen Seiten, mit meinen schmerzhaften Seiten, die vielleicht gar keine anderen Menschen kennen, sondern nur ich und eben Gott, wenn ich die auch Gott hinhalten kann, dann tue ich etwas, was der heilige Benedikt in seiner Benediktsregel ausdrückt, nach der ich ja lebe, zu versuchen zu leben, in allem Gott zu suchen, in allem. Also wenn jemand ins Kloster geht, schreibt der heilige Benedikt, da geht es nicht darum, welchen Abschluss hat der, sieht der toll aus, ist der fromm, ist der super, sondern man soll darauf achten und prüfen, ob er wirklich Gott sucht. Und die Gottsuche ist nicht etwas, die ich festlegen kann, a priori auf einen bestimmten Bereich meines Lebens, sondern ich, Philipp, suche Gott mit meiner ganzen Existenz, in jedem Umstand meines Lebens, mit all meinen Facetten, mit den Guten, mit den Schlechten, mit den Starken, mit den Schwachen, wie Paulus das mal gesagt hat, ja, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und ich glaube, wenn wir diese Schwäche Gott hinhalten, dann schaffe ich es eben auch, immer wieder mich selbst zu überwinden und meine Nicht-Hundertprozentigkeit zu akzeptieren und Gott immer zu bitten, die fehlenden Prozent zu ergänzen. Katholisch.de hat jetzt einen Artikel letztens rausgebracht, wo es um das Thema Firmung ging. Und da wurde auch die Frage aufgeworfen, ist denn die Firmung sowas wie die bischöfliche Beglaubigung, dass man jetzt endlich aus der Kirche austreten darf? Wie empfindest du denn im Prinzip die Aussage oder allgemein das Sakrament der Firmung? Also die Entwicklung von Taufe und Firmung sind ja bei uns im Westen insofern problematisch, dass das immer mehr in so ein Kindesalter hineingegangen ist. Also natürlich ist es jetzt von der Theologie her nicht sinnvoll, ein Baby zu taufen, das nicht selber auf das antworten kann, was in der Taufe gefragt wird. Glaubst du, bekennst du, widersagst du, können halt nur die Eltern antworten. Und wenn die Eltern selber nicht dran glauben, ist es problematisch. Wenn Leute heute sagen, ja, das Kind soll sich mal selbst entscheiden. Ja, das klingt ja auf den ersten Blick ganz nett, aber das funktioniert halt auch nur dann, wenn dem Kind auch Optionen vorgelebt werden. Und wenn Eltern das gar nicht vorhaben, das Kind ist irgendwann ja auch mal schwierig, sich selber für etwas zu entscheiden. Das gilt ja nicht nur für ein geistliches Leben, sondern für alle Dinge im Leben. Und mit der Firmung ist das ganz ähnlich. Ich halte das für ein ganz starkes Zeichen von Stefan Oster in Passau, in seinem Bistum Passau, dass er dass erstmal die Firmung ausgesetzt hat für mehrere Jahre und das Firmalter anziehen will, dass die Leute sich wirklich entscheiden. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn einer sagt, nein, das will und kann ich jetzt nicht. Dann habe ich da viel mehr Respekt vor, wenn das eine selbstbewusste und klare Entscheidung ist, als wenn das nur, wenn man sagt, naja, ich weiß auch nicht genau, was das jetzt soll, ich verstehe es auch nicht genau, aber alle anderen machen es auch und deswegen mache ich es auch. Und das wird sowieso nicht mehr lange so funktionieren, wenn man die kirchliche Gesamtstruktur anguckt, dass ich davon ausgehe, dass es gut wäre, dass die Firmung als ein zweites Initiationssakrament in ein Lebensalter verlagert wird, wo Menschen sich ganz bewusst entscheiden können. Und insofern, das hoffe ich zum Beispiel für mein Kloster, dass wir auch da zum Beispiel ein größeres Angebot in Zukunft machen können für wirklich Erwachsene, für Leute, die vielleicht mal getauft wurden, aber mit der Kirche nicht viel zu tun haben, dass wir da Kurse anbieten können, Glaubenskurse anbieten können, wo Menschen dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt des Lebens nochmal den Weg finden können. Und dann sich auch wirklich diese Beglaubigung, ja, ich möchte mich firmen lassen. Und hast du gerade gesagt, dass es im Prinzip das Problem gibt, so wie es jetzt läuft, läuft es nicht mehr lange weiter. So ein ähnliches Problem gab es ja auch schon mal wieder im Alten Testament. Gerade als sich die ganzen alttestamentarischen Könige von Gott abgewendet haben. Nun ist ja diese Gottesabwendung gerade in unserer sehr profanisierten Gesellschaft noch größer geworden.
Was bedeutet denn das im Prinzip für uns und ganz besonders auch für dein Leben im Kloster und so die ganz allgemeine Lebenseinstellung? Ich glaube, also das Problem man hört das immer mal wieder so in Predigten, da wird dann behauptet, naja, den Leuten fehlt ja eigentlich etwas. Und das finde ich schwierig. Also ich weiß nicht, ob den Leuten da was fehlt. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Also zu behaupten, da müssten ja im Umkehrschluss alle Leute, die nicht kirchlich sind, unglücklich sein. Alle Leute, die nicht gläubig sind, unglücklich sein. Und das entspricht ja nicht der Realität. Die Frage ist, welches Plus bringt mir Gott in meinem Leben? Das ist das eine. Und das zweite ist schon die Problematik mit dem Wort bringen. Was bringt mir das? Wir leben heute in einer Zeit, wo alles auf seinen Mehrwert für mein Individuum hin abgeklopft wird. Was bringt mir das? Und natürlich ist da, wenn ich den Glauben nur auf Geh- und Verbote abklopfe, bringt mir das vor allen Dingen erstmal eine Einschränkung. Und das, was Gott dem Menschen geben will, ist ja eigentlich Freiheit. Johannes 10, 10, ich will, dass ihr das Leben habt und dass ihr es in Fülle habt. Das ist doch eine zutiefst lebensbejahende, menschenbejahende, schöpfungsbejahende Aussage, die doch wahrscheinlich alle erstmal unterschreiben würden. Ich will, dass ihr das Leben habt. Ich will Leben in Fülle haben. Das wollen die Menschen. Ja, und ich glaube, wenn wir vermitteln können aus einem frohen, aus einem authentisch, aus einem offen gelebten Christentum, dass wir genau das so bezeugen, wie Gott es uns ins Herz gelegt, ich lebe aus dieser Fülle und ich möchte euch von dieser Fülle mitteilen, dass dann auch Menschen wieder berührt werden davon und dass wir uns nicht auf eine politische Ebene der Kirche beschränken. Du meinst Also Kirche als Vereinsmitgliedschaft. gerade, dass man sozusagen nach seinem Herzen gehen muss. Kann man da sagen, dass das Herz so eine Art Glaubensinstrument ist? Also im Alten Testament ist das Herz der Sitz der Seele. Ja, also alles wird immer auf Herz und Nieren geprüft. Also Herz als Ort des Lebens der Seele. Und ich glaube schon, wenn man spricht von der Schule des Herzens, meint das eigentlich genau das, dass man probiert, sich zu schulen in dem, was Gott einem fürs Leben mitgeben möchte, ja, und das Herz eben prägen zu lassen. Also nicht eben wieder Abschottung zu machen, sag ich bin mir eigentlich selbst genug, reicht, ich brauche auch gar nicht weit über den Tellerrand hinauszuschauen, sondern ein offenes Herz zu haben, das sich auch was sagen lässt von anderen Menschen, aber eben auch von Gott. Und das ist ja, glaube ich, genau das, was man vielleicht mit Berufung übersetzen könnte, dass Gott für jeden etwas bietet, dass Gott mit jedem etwas vorhat, dass Gott jeden irgendwie ruft, zu ihm zu kommen und sich von ihm mit dieser Fülle beschenken zu lassen. Also sozusagen kann man sein Herz als Glaubensinstrument auch schulen. Also nach dieser Berufungsaussage von dir gerade heißt das ja im Prinzip, wenn ich mich berufen fühle, wenn mein Herz diese Richtung einschlagen möchte, kann ich mich im Prinzip auch danach dann ausrichten. König Salomo hat bei seiner berühmten Bitte eben nicht um Reichtum und Geld gebeten, sondern um ein hörendes Herz. Ja, der heilige Benedikt sagt dem Mönch, neige das Ohr deines Herzens. Also eben nicht nur mit dem Verstand die Ratio einzuschalten, sondern auch immer wirklich diese emotionale Ebene. Und das ist ja etwas, was sich beispielsweise auch in unserer Liturgie widerspiegelt. Also die emotionale Ebene, dass nicht nur die Ratio des Menschen, der Verstand angesprochen wird, mit Denken, das muss auch vom Denken eingeholt werden, aber das Herz ist sozusagen die Erweiterung des Denkens. Also da, wo mein Ratio vielleicht nicht weiterkommt, das ist mir jetzt verschlossen. Die Geheimnisse der Kirche, die Sakramente, da muss das Herz eben einspringen und dafür weiterdenken. Und da geht es eben von Verstand zum Glauben über. Und das kann man natürlich, kann man das schulen, ja. Weil du gerade die Eucharistie angesprochen hast, häufig kommt ja auch der Vorwurf, gerade von Außenstehenden, ihr predigt immer so lieb und so freundlich und alles Liebe und toll und dann esst ihr euren Herrn. Was kann man denn sozusagen darauf kontern? Naja, also der Vorwurf, der kommt ja schon in der Bibel vor, ja. Also wie kann er denn sagen, man kann Fleisch und Blut essen? Das kommt ja im Johannesevangelium, kommt das ja im Rahmen der Brotrede im 6. Kapitel ausführlich vor. Also ich rate da jedem, der da zweifelt, mal das 6. Kapitel im Johannesevangelium zu lesen. Für mich ist das die Frage, also das ist natürlich dieses Wort Essen und Fleisch und Blut, das sind natürlich starke Worte, aber A, diese starken Worte sind nötig, um zu kapieren, was Jesus da getan hat, nämlich diese Ganzhingabe. Also der gibt uns nicht irgendwas, wie ich jetzt hier irgendwie ein Blatt Papier
übergebe, ja, sondern der gibt sich selbst hin. Also das ist eine Übertragung des Gedankens. Jesus gibt sein Leben für das Leben der Welt, für andere. Also diese totale proexistente Lebensweise, dass sein Leben für andere gegeben wird. Und das eben nicht als leeres Blabla, sondern mit einer ganz krassen Implikation, nämlich, dass das sein eigenes Leben ist, ja. Und das meint eben diese Rede vom Essen und Trinken von Fleisch und Blut. Also diese starken Worte sollen wirklich diese Krassheit ausdrücken, was das bedeutet. Bis dahin, dass man sich den Vorwurf geben lassen kann, ja, ihr esst da Jesus. Ja, tun wir. Also wir essen, wir kosten das Leben. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist. Hat Jesus also sozusagen mit seinem Kreuzestod auch unser böses, unser sündiges Herz damit befreit? Ja, allerdings nicht den Hang zur Sünde, ja. Also dass wir müssen uns halt, ich kann mich ja entscheiden, tue ich es oder tue ich es nicht. Das unterscheidet den Menschen vom Tier. Und das Kreuz, also das Kreuz ist das Momentum, wo Jesus quasi unsere Sünden mit sich genommen hat. Gesagt, der Mensch braucht die Erlösung und der Mensch kann sich allein aus dieser Gefangenschaft seiner Sünde nicht befreien. Also braucht es diese Stellvertretung. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen und damit haben wir per se freien Zugang zu Gott. Also Gott hat uns sein Herz geöffnet, hat gesagt, okay, ihr schafft es nicht, der Mensch schafft es nicht, also gebe ich mich selber dahin und zeige euch Menschen damit, dass ich euch alles gebe, sogar mich selbst. Ich schenke mich euch hin und ich lade euch ein, euch auch hinzuschenken, und zwar aneinander und füreinander. Das ist eigentlich doch das größte Geschenk der Liebe, was Menschen sich machen können, ist sich einander verschenken. Und das hat Jesus für uns gemacht. Ist da sozusagen auch diese Wut, die wir im Prinzip manchmal anderen gegenüber empfinden, schlimm, logisch, aber man könnte ja sozusagen mit Liebe deinen Nächsten dagegen kontern. Nun schreibst du auch in deinem Buch, also ich habe es tatsächlich gelesen, ich denke das hier nicht aus, da sagst du, Gott ist manchmal enttäuscht und wütend. Wie kann ich denn jetzt als normaler Mensch oder auch du als Geistlicher dann dafür einstehen zu sagen, ich liebe trotzdem meinen Nächsten. Ich verzeihe ihm, was er getan hat. Ich bin ihm nicht mehr wütend. Also was ich damit mit Gott ist, also vor allen Dingen, das ist ja abgeleitet aus dem Leben Jesu. Es werden ja durchaus in der Heiligen Schrift Szenen überliefert, wo Jesus wirklich, wo der Teufel los war, ja, also wo der richtig die Leute zur Schnecke gemacht hat. Denken wir an die Tempelaustreibung und sowas. Also Jesus hat ja, der war ja nicht emotionslos, der hat Emotionen gezeigt und hat sich auch bisweilen von diesen Emotionen leiten lassen. Und das kennen wir alle aus unserem eigenen Leben. Und wenn ich es mal anthropomorph, also völlig vermenschlicht sehe, könnte ich mir schon manchmal vorstellen, dass der liebe Gott da im Himmel sitzt und denkt, liebe Freunde, was macht ihr da eigentlich? Ja, so schwer ist es doch nicht. Das so in der Art stelle ich mir das schon vor. Aber es wäre ja Quatsch zu behaupten, dass die Berufung zur Heiligkeit damit einhergeht, nicht mehr wütend zu sein. Natürlich gehen einem Menschen auf den Keks. Natürlich kann einem nicht jeder 100% und zugleich sympathisch sein. Der heilige Benedikt sagt, eben auch abgeleitet aus der Bibel, also lieber segnen statt fluchen. Wir gehen ja davon aus, dass wir nicht mit jedem klarkommen. Die Frage ist aber, ob ich ihm deswegen irgendwie sonst was wünsche oder ob ich sage, okay, das ist jetzt nicht mein bester Freund, meine beste Freundin, aber Gott, du verstehst diesen Menschen besser, du siehst, was ich nicht sehen kann, du siehst ins Herz hinein, das kann ich nicht. Und auch in diesem Menschen steckt was Gutes und ich gehe auch anderen Menschen auf den Keks, ich verletze auch andere Menschen, ich bin auch nicht mit jedem gut und es gibt Leute, die wahrscheinlich mich auch nicht mögen und das ist auch völlig legitim, ja. Aber die Frage ist, wohin soll das führen? Führt das zu Hass? Führt das zu unüberwindbaren Mauern? Oder führt es auch dazu, dass ich eben auch jemanden guten Tag und guten Abend sagen kann, ohne dass wir jetzt Best Friends sein müssen, ja? Und die Perikope aus dem Evangelium, wo es eben darum geht, dass Jesus sagt, also wenn du weißt, jemand zürnt dir, jemand ist wütend auf dich, dann lass alle Gaben liegen und suche die Versöhnung. Er sagt ja nicht, das darf nicht vorkommen. Er sagt nur, probiere es zu regeln. Ja, und er sagt auch nicht, ihr müsst euch hinter in die Arme, in den Arm liegen.
Aber er lädt immer wieder ein zur Versöhnung. Und das eben nicht, weil wir alles so tolle Menschen sind, sondern weil er uns selber helfen will, immer wieder uns selbst, mich selbst zu überwinden, auf den Nächsten hin und bloß keine Mauern zu bauen. Mauern sind der Tod der Kommunikation. Mauern begrenzen den Weg. Mauern begrenzen Dynamik. Und Mauern begrenzen auch die Entwicklung. Die persönliche wie die Entwicklung auf andere hin. Und ich glaube, dass genau das ist das Evangelium nicht. Die Mauern, die du gerade ansprichst, leiten perfekt über zum letzten großen Themenschwerpunkt, und zwar zum Thema Worte und Ausgrenzung. Denn viel, wenn man sich die Leute anschaut, das bringt auch nochmal mich zu der Umfrage, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die sagen, was macht ihr eigentlich da drin? Das verstehe ich nicht. Wie versteht denn ein Außenstehender im Prinzip, was bei uns so abgeht, wie die Eucharistie funktioniert? Also wie kann man denen das Verständnis geben? Also ich denke, das ist ja auch in der ganzen Diskussion, beispielsweise im Ökumene und sowas, ein Riesenthema. Also ich glaube, man sollte nicht mit dem intimsten und größten Geheimnis der Kirche anfangen. Das erste ist einmal, wie lebe ich eigentlich meine christliche Existenz? Und damit meine ich jetzt nicht ich als Mönch oder als Priester, sondern ich als Philipp, du als Alexander. Wie leben wir unsere christliche Existenz? Lebe ich glaubwürdig? Lebe ich überzeugt? Lebe ich froh? In einem der, ich weiß nicht genau, in welchem der Briefe, Thessalonikerbrief ist es, glaube ich, bin ich mir jetzt nicht sicher, heißt es eben, im Petrusbrief, zweiter Petrusbrief, lebe so, dass die Menschen dich fragen, was macht dein christliches Leben? Warum bist du glücklich? Warum bist du überzeugend? Warum sprichst du mich an? Was ist dein Geheimnis? Und da kann ich sagen, mein Geheimnis bin nicht ich, sondern das ist jemand anders und das ist das Geschenk des Glaubens. Also wie lebe ich, dass Menschen in Berührung kommen mit diesem Geschenk des Glaubens. Und dann komme ich über das Thema Glauben, Glaubensvermittlung, Hingabe, Existenz, Leben in Fülle, Sehnsucht des Menschen, letztlich dahin, den Wunsch zu spüren, und ich glaube, das muss man wirklich frei machen im Menschen, frei arbeiten, freischaufeln, den Wunsch nach Sehnsucht, nach Berührung, nach Intimität mit diesem Gott. Und dann, glaube ich, ist der Weg hin zur Eucharistie fast selbstverständlich, aber dem ist eben was vorgelagert. Aber wenn ich als Einstieg eben die Eucharistie nehme, dann habe ich natürlich eine relativ hohe Hürde. Wir hatten auch verschiedene Fragen zugeschickt bekommen und eine habe ich ausgesucht, die passt perfekt zu dem Thema jetzt mit Ausgrenzung. Das ist nämlich das Gegenstück dazu. Da wird nämlich gesagt, Gleichberechtigung fängt in der Sprache an. Wieso seid ihr trotzdem so unverständlich und warum gibt es nicht die Genderform von Pater? Gibt's doch, Martha. Aber Ja, die Vater letzte. heißt Vater und Martha heißt Mutter. Und zu der ersten Teil dieser Frage, Gleichberechtigung in der Sprache. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der Jugend letztens mal verschiedene Bibelverse in die Jugendsprache übersetzt, also die Sprache, die keiner spricht. Da waren ganz lustige Sachen am Ende rausgekommen, aber es ist teilweise sehr schwer gefallen, solche Sachen zu erklären wie, also Außenstehenden wie Lamm Gottes oder Hostie oder Transsubstantiation, also solche schweren Worte, die aber trotzdem Alltag in der Kirche sind. Ist da die Kirche anderen vielleicht nicht ganz so fair gegenüber? Naja, ob Transsubstantiation jetzt ein Alltagswort der Kirche ist, weiß ich nicht, ob das jetzt in der Eucharistiefeier, habe ich das jetzt auch noch nicht benutzt. Ja. Auch da gilt ja, also ich habe zum Beispiel von Computern keine Ahnung. Wenn ich jetzt irgendwie im Vormittag in einem IT-Büro sitzen würde, würde ich auch nicht wissen, wovon die alle reden. Ja, natürlich ist die Frage, wenn ich zum Beispiel predige, guck, oder das, beim Abendgebet ist das genau das Gleiche. Da gucke ich, was sind denn Alltagssituationen in meinem Leben, die ich in Verbindung bringen kann mit einem Bibelvers. Wo wird die Bibel im Leben, in meiner Umgebung, in meinem Alltag konkret, wo fällt mir auf eine Situation eine Bibelstelle ein? Wo ist also das, was mir passiert, womöglich in der Heiligen Schrift auch schon mal anderen passiert? Also wo ich eine Verknüpfung herstellen kann. Und das bringt, glaube ich, eine Lebensnähe her, die ich mir auch für die Predigten wünsche. Natürlich gibt es auch hochtheologische Predigten, die haben, das ist auch gut und das ist auch richtig. Wenn ich zum Beispiel jetzt in den Universitätsgottesdienst gehe oder an der theologischen Fakultät einen Gottesdienst besuche, darf ich auch anders, eine andere Sprache wählen, als wenn ich normalen Sonntagsgottesdienst die Aufgabe habe, als Prediger, als Seelsorger, als Seelsorgerin, das Evangelium zu verheutigen, also das, was in der Heiligen Schrift steht, ins Heute
der meines Lebens und ins Leben der Menschen zu übertragen. Ja, und wenn ich unbedingt um mich selbst kreise und dann mich dann super geil finde, kann ich das natürlich alles mit Fremdworten überfrachten. Aber davon, da kann ich dann, habe ich da auch nichts von, wenn die Leute hinterher sagen, ja, hat der toll gesprochen, aber ich habe kein Wort verstanden. Dann habe ich, würde ich sagen, meinen Auftrag verfehlt. Dann habe ich den Auftrag beispielsweise der Predigt verfehlt. Und trotzdem bin ich zum Beispiel ein starker Verfechter auch der, ich sag mal, hohen Sprache oder höheren Sprache, wie sie im Messbuch vorkommt. Also wenn wir das Niveau der Eucharistie oder der gottesdienstlichen Sprache auf das Niveau herunterbrechen, was wir im Alltag sprechen, dann glaube ich, hat die euch verfehlt, auch die Eucharistie, die Möglichkeit, über den Alltag hinauszureichen. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist noch, ich muss ja auch gucken, ich habe da ja unter Umständen ganz unterschiedliche Leute vor mir. Die muss ich ja mit ins Boot tun. Da ist vielleicht eine Frau, die gerade ihren Mann verloren hat. Da ist vielleicht ein Mann, der gerade in einem Trennungsprozess drin ist. Da ist eine Familie, da hat gerade jemand eine schwere Diagnose bekommen. Da ist vielleicht in der Messe noch ein Goldhochzeitspaar. Ist eine Familie mit drei Kindern. Also da muss ich doch eine Sprache finden, wo ich irgendwie alle mit möglicherweise erreichen kann, ja. Diese Vielfalt, die in der Kirche sich auch widerspiegelt, auch in den Messen, ist das vielleicht auch einer der Gründe, was sie in der Kirche hält? Weil häufig hört man ja immer, ja, ich trete aus, weil, jetzt drehe ich die Frage mal um, ich bleibe in der Kirche, weil. Wenn ich sage, ich trete aus der Kirche aus, weil, oder ich bleibe in der Kirche, weil, dann extrahiere ich die Kirche, also dann spalte ich die Kirche ab von Jesus. Und das geht nicht, das ist nicht möglich. Das behaupten zwar immer alle, aber das geht, oder viele, das geht aber nicht. Also Jesus und die Kirche sind eine Einheit und die ist nicht aufkündbar und die ist nicht trennbar und die kündige ich auch nicht mit meinem Austritt. Dieser Austritt aus der Körperschaft öffentlichen Rechts, der geht ja in der Form sowieso nur in Deutschland. Ja, in Spanien kann ich aus der Kirche austreten. Und die Taufe bleibt ja erhalten und die Taufe bindet mich auch an die Gemeinschaft derer, die zu Jesus Christus gehören. Unser deutsches Wort Kirche kommt aus dem Griechischen von Kyriake. Und da steckt das Wort Kyrios drin, der Herr. Also die Kyriake, die Kirche, ist die Gemeinschaft derer, die zum Herrn gehören. Und wenn ich sage, ich kündige diese Gemeinschaft auf, die Jesus gewollt hat, warum er das gemacht hat, weiß ich auch nicht. Ja, das können wir ihn vielleicht mal fragen. Da haben wir vielleicht irgendwann die Gelegenheit zu. Aber er hat es gemacht. Und ich kann nicht für mich behaupten, ja, Jesus hat das zwar gewollt und ich glaube das oder ich glaube es nicht, aber ich kann Jesus auch im Wald anschreien. Dafür brauche ich die Kirche nicht. Weiß nicht. Also wenn ich das, das Evangelium ist nun mal die Grundlage unseres Glaubens, da steht etwas anderes. Und da hat Jesus diese Gemeinschaft derer, die zu ihm gehören, ganz eng an sich gebunden. Das ging los mit den Jüngern. Mit den Jüngeren und Jüngern, mit den Aposteln, mit den Jüngeren und Jüngern. Und das war die erste Gemeinschaft der Kirche. Und die ist eben weiter gewachsen. Und wer sagt, die Kirche, das ist ein Sauhaufen und das sind alles Schweinehunde? Ja, aber das haben wir auch in der Heiligen Schrift schon. Jetzt hatten wir gerade das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus. Der eine hat die frühe Kirche gejagt, die Leute ermordet, ist mit Mord einverstanden gewesen und der ist berufen worden zum Apostel der Völker. Der andere hat großkotzig gesagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes und hat ihm einen entscheidenden Moment verraten. Das sind keine Plattitüden, das wird zwar immer wieder an den Hochfesten auch erzählt, aber das ist ja so gewesen. Das steht in der Heiligen Schrift. Also Totalversagen. Ja, und ich habe in meinem Leben auch total versagen, immer und immer wieder. Und Jesus gibt dir zum Beispiel gerade in der Feier der Versöhnung, im Sakrament der Beichte, in der Eucharistie immer wieder trotzdem seine Nähe und sagt, komm, wir fangen neu an, wir gehen weiter. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Kirche wieder neu den Menschen nahebringen müssen, dass dieser Jesus immer wieder seine Hand reicht. Und uns einlädt, mit ihm weiterzugehen. Also ich lade euch ein, googelt mal Maria Laach und guckt euch in der Abteikirche das große Apsismosaik an. Eine wunderbare Darstellung von Jesus mit geöffneten Armen. Und diese geöffneten Arme, die zeigen mir jeden Morgen neu, wenn ich in die Kirche komme, um 20 nach 5, zum Gebet, du bist willkommen. Und wir fangen neu an. Egal was gewesen ist, egal was gestern gewesen ist, ich gebe dir die Chance zum Neuanfang. Immer wieder. Und das ist ja letztendlich etwas, was wir Menschen auch nur bis zu einem bestimmten Teil können. Uns selbst gegen, ich kann mir vielleicht manche Dinge überhaupt nicht verzeihen. Vielleicht kann ich anderen irgendwas nicht verzeihen.
Und Jesus kann das. Das ist die Größe Jesu, uns immer wieder verzeihen zu können. Und das ist das Geschenk der Kirche, derer, also die Kirche als die Gemeinschaft derer, die Schulter an Schulter jeden Tag bekennen können: Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Jeder von uns, jeden Tag aufs Neue. Nicht nur die anderen, sondern auch ich. Das leitet ja perfekt über zum Thema Gebet. Und zwar unsere Interview-Talks enden immer mit einem kleinen Gebet vom Interviewgast sozusagen oder vom Gesprächsgast mit drei Worten, die das ganze Gespräch so ein bisschen umschreiben. Und ich würde dir mal deine drei Worte vorlesen. Das erste ist das Wort Instrument, das zweite das Wort Spannung und das dritte das Wort Unheil. Würdest du aus den drei Worten ein kleines Gebet formen? Ja. Super. Also wollen wir jetzt zusammen ein Gebet sprechen, ja? Genau. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Guter Gott, du hast uns berufen in deine Kirche hinein, damit wir Instrumente des Friedens werden. Wir können als Instrumente deiner Liebe in die Welt gehen und sind berufen, auf die Menschen zuzugehen, um die Spannung des Lebens mit dir in diese Welt zu tragen, um auch das Spannungsgeladene deiner Liebe zu uns Menschen auszuhalten und anderen die Möglichkeit zu geben, in dieser Spannung das Leben zu finden. In der Spannung zwischen Gut und Böse, zwischen Frieden und Versöhnung, zwischen Unheil und Unversöhnlichkeit. Du schenkst uns immer wieder die Kraft, in dieser Spannung auszuhalten. Du willst, dass wir nicht das Unheil bringen, sondern das Heil, das du uns geschenkt hast. Du willst, dass wir die Fülle des Lebens haben, aus dieser Fülle leben und diese Fülle auch anderen Menschen verkünden. Lass uns Instrumente dieser Fülle sein, Instrumente deiner Liebe, und gib uns die Kraft, diese Berufung jeden Tag treuer zu leben und so näher an dich zu kommen, näher an die anderen zu kommen und näher an uns selbst zu kommen, durch Christ, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Vielen Dank für das schöne Gebet und die Zeit, die du dir genommen hast. Du warst sozusagen Sehr der gerne. perfekte Aufschlag für die dritte Runde. Und wie immer die Werbeschiene. In 2 Wochen kommt der nächste Teilnehmer. Das ist am 23. Juli unser ehemaliger Bischof von Dresden-Meißen, Joachim Reinelt. Und da lade ich alle wieder ein, herzlich wieder mit dabei zu sein, zuzuschauen, Fragen zu schicken. Und dir wünsche ich alles Gute, nicht so viel Stress. Lass es dir auch mal gut gehen, lass dich entspannt irgendwo mal hineinsinken, bleib gesund und wir werden uns sicherlich irgendwann noch mal begegnen. Ja, ich danke für das Gespräch, für die Möglichkeit, für das Interesse auch an Maria Laach. Herzliche Einladung an dich und an alle in der Community, auch mal nach Maria Laach zu kommen. Und ich freue mich, dass es junge Menschen gibt, die so engagiert sind und solche Formate machen und damit auch ja eine tolle Möglichkeit bilden, Menschen mit Jesus Christus in Berührung zu kommen. Und das ist Kirche, was wir hier machen. Und das ist gut, dass es das gibt. Vielen Dank an dich für das Engagement, dein ganzes Team und alle, die uns hier heute Abend zugeschaut haben. Gottes Segen, bleibt gesund und behütet. Du auch. Tschüss. Dankeschön. Alles Gute. Ciao.